야. Hol den Hammer heraus und den Mr. Volvo, den heute ist wieder neu von Scrap Mechanic. Ja, ich Ich bin bin runtergefallen. gerade unten. Was hast du gemacht? Nein, ich bin nicht komplett runtergefallen, aber ich bin von deiner Plattform. Das wird der Aufzugaufgang. Soll ich dich abholen? Nein, ich bin nicht ganz runtergefallen. Trotzdem, ich bin ganz runtergefallen. Ja, ich sehe dich da unten. Jetzt glaube ich, jetzt wieder hochgecruised unter einem geilen Pferd. Also schau Wir ich die können letzte nicht. Folge an, dann seht ihr, wie ich. Also ihr seht in der Ecke, wie ich toll. Diese wunderschöne Plattform hier baust. Ja, für Da. den Aufzug. So, ich baue mein Auto weiter, was ich gleich abschleppen kann. Damit ich gleich was zum Abschleppen habe. Alles klar. Er hat nämlich ein Abschleppmobil fertig weitergebaut. Genau. Ah, was hat das gerade für ein geiler Flip bei mir? Dafür gibt es schon mal den Daumen hoch, glaube ich. Ich habe solchmal so das Gefühl, dass du irgendwelche unterschwelligen Botschaften verbreiten willst. Ja, eigentlich habe ich auch die ganze Zeit neben mir so einen Ultraschallticker liegen, der die ganze Zeit Morsecode sendet. Aber eigentlich kann ein Mikrofon sowieso nicht aufzeichnen. Woher willst du das wissen? Woher willst du wissen, ob ein Mikrofon das nicht aufzeichnen kann? Kass, Ultraschall ist Ultraschall. Ultraschall kann es aber im Mikrofon aufnehmen. Fragst du, ob deins ein Mikrofon ist auch. Ich habe gerade ein Lifehack Ja, ich habe ein entwickelt, wie man. spezielles dafür, ey. Boah. Manchmal denkt man sich auch bei dir so, hä? Ja, warum sollst du so ein spezielles Mikrofon dafür besitzen? Da denke ich mir Für auch so, boah. unterschwellige Geheimbotschaften. Mann, der Junge hat es immer noch nicht Bist verstanden. du NSA oder so? Nee, schlimmer. Ich bin vom Mossad. Und jetzt? Lukas weiß nicht, was der Mossad ist. Es gibt Dinge, die muss man einfach nicht wissen, ja. Das zählt aber definitiv unter. Das muss ich wissen. Du musst auch wissen, wo der Was? Ich hab Unterschied die. zwischen C und C++ ist. Nein, das muss ich nicht wissen. Ja, du musst halt auch noch Sachen wissen, die du weißt, und ich muss Sachen wissen, die ich weiß. Ach nö. Doch, ich hab's gerade perfekt auf den Punkt gebracht. Hat es Dann eigentlich brauche überhaupt eine. ich hier halt noch mal neu. Mein Leben ist zerstört. Das ist halt nicht meine gescheite Mitte. Ja. Jetzt hab ich noch die ganzen Pfeile nochmal neu bauen. Das ist toll. Das ist so logisch auch. Wahrscheinlich sind unter deiner Folge jetzt richtig viele wutentbrannte Kommentare. Von unseren zahlreichen Zuschauern. Ja. Und zwar, worüber? Ja, darüber, dass ich direkt gemerkt habe, dass ich hier keine gescheite Mitte habe. Was du natürlich auch nicht gemerkt hast, sonst hätte ich es schon direkt angeprangert. Ich habe aber nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Gerade das Problem, aber es ist nicht so aufwendig. Sing nicht. Nicht? Nee. So ein Familiending. Zur Konzentration. Okay. Jetzt. Oder die Zunge aus dem Mund. Das ist auch so ein Familiending. Das macht mein Vater, wenn ich nachdenke, mache ich das auch. Aber halt so unbewusst, ne? Das macht jeder. Da Diese. züngelt jeder erstmal durch die Gegend. Wie scheiße das schon einfach klang. Und wie scheiße diese Aussage jetzt einfach schon sich angehört hat. Ich weiß. Nur Lukas zuliebe mache ich jetzt hier einen Motor unsynchron drauf, ne? Müsst ihr wissen. Das ist der einzigste Grund, warum ich das mache. Versuchst nur zu entschuldigen, schon wieder oder Ausrede dafür zu suchen, dass du einfach unfähig bist.
Nee, die Leute haben jetzt gerade gesehen, dass ich ganz bewusst die Motoren anders hingestellt habe. Dann stellst du da wieder ganz bewusst die Motoren richtig hin. Oder willst du nicht mit dem Fahrstuhl mitfahren dürfen? War der Fahrstuhl von Anfang an meine Idee? Ja, war er. Also, halt die Fresse. Oh, tut mir leid. Sorry. Soll ich die noch Schuldgeständnis ablegen, oder? Bitte. Ich bekenne mich schuldig. Ende. Dafür darfst du jetzt aber auch selber schlagen. Ich glaube, wenn wir das für jede dumme Aussage selber schlagen würden, dann wäre einfach schon. Ende im Gelände. Ja. Was machst du eigentlich gerade? Baue ein Auto. Es könnte sein, dass ich gerade ein bisschen FPS-Drops habe, glaube ich. Ja, weil ich das gerade runtergelassen habe. 3, Ach, 4. jetzt wieder butterweich. Okay, da ist ja alles klar. Ja, wisst ihr, wenn bei Lukas unter 60 FPS fällt, dann ist unspielbar. Sofort. Ist halt so. Ist halt. Dann ist halt, wenn das dann nicht in einer Minute okay ist, dann wird einfach der Rechner gesprengt. So, kauf mir einen neuen PC. So einfach ist es. Und immer fürs doppelte Budget quasi dann. Und der Sprengstoff ist natürlich auch immer der Doppelte, ne? Ist immer doppelt so teuer. Kein Sprengstoff. Ein alt PC, den zünde ich dann an oder so. Oder überschütte mit Wasser. Das musste ich jetzt Kannst du einfach mal machen. weggehen, ey? Du hast doch. Das musste ich jetzt einfach machen, ne? Ich bräuchte meine Plattform, nicht das andere Ding. Ist denn eine Plattform eigentlich so breit, dass man da mit dem Auto drüber fahren kann? Die wird ja dann noch verbreitert. Bist du jetzt im Ernst mit dem Auto hier hinten hingefahren? Nein, bist du nicht, okay. Ich dachte gerade, dein patentierter Sch Transporter wäre. Okay, das ist jetzt so, also muss ich. Ja, jetzt passt es genau. Ach nein. Kannst du dich bitte kurz retten, komm? Wo bist du? Ah, doch nicht. Kannst du dich verpissen. Ich sehe dich gerade, wie du so am langen Cruisen bist. Scheiße. Jetzt Was fällt mir auf, los? hier vielleicht noch ein Auto runterwerfen sollen. Was? Jetzt bin ich gerade hier runtergejumpt, weil ich jetzt hier unten die Plattform bauen muss. Ja, da steht auch ein Auto, du Spacko. Das hast du aber runtergeworfen, oder? Nein, habe ich nicht. Warum steht ein Auto? Was ich nicht. Vielleicht habe ich das hingeworfen, oder daran kann ich mich auch nicht wirklich erinnern. Vielleicht bist du ja einfach chronisch doof. Oder einfach nicht. Ich mich sowieso jetzt hochstacken muss wieder. Oder halt einfach schon. Du kannst jetzt meine Anekdote aus deinem täglichen Leben erzählen, während ich jetzt gerade hier hochstacke und dabei mein Leben genieße. Hast du gerade gesagt, Lukas, kannst du mal gerade eine Ich Anekdote aus habe deinem gesagt, Leben? kannst du mal bitte eine Anekdote aus deinem täglichen Leben erzählen? Es gibt nichts Schlimmeres als Pflanzen, wenn man sie ausgraben will, die nicht rausgehen. Ich habe heute einen, ich glaube, einen Busch, der fast so groß war wie Lukas, versucht Hey, du Fresse. auszugraben und am Ende war einfach von den Wurzeln, die glaube ich gefühlt 2 Meter in jede Richtung ging, war da einfach so ein kleiner Stock übrig, der eine Fußballgröße hatte. So viel zum Thema, wenn Pflanzen böse sind, kriegen sie ihre Wurzeln abgehackt. Bei mir. Ich habe gemerkt, dass ich das viel zu laut erzählt habe. Ich bin da generell viel zu laut. Aber ist ja nicht meine Folge, von daher. Ja und? Das ist jetzt mein Problem. Vielleicht mache ich Ja. einfach deine Turnsport, um nur zu demonstrieren, dass du zu laut bist. Wow. Jetzt bin ich gerade voll zurückgebackt. Ganz lange. Jetzt bin ich mit dem Auto wieder hochgefahren, obwohl ich es runterfahren wollte, um es dann mit dem Abschleppwagen hochzuziehen. I'm a Pro, ich hab's perfekt geschafft. Ohne irgendwie eine richtige Markierung oder sowas.
dort unten direkt dieses Teil hier auf die richtige Achse zu bauen. Das ja auch so schwer ist. Ja. Nein, du kannst einfach nach oben gucken, fertig. Ja. Oder du bist exakt gerade runtergesprungen, hast dich die Stelle gemerkt? Verstehst du halt einfach nicht. Ja, doch, schon so. Ich find's nur nicht krass. Also der Lifter steht jetzt schon mal so ein bisschen. Ja, ich hätte ihn aber gerne so groß, dass ich dann mit dem Auto hoch und runter kann. Herr Ja, Bernd hat das das schon kommt mal. noch. Und es funktioniert auch schon. Also es funktioniert halt wirklich, ne? Das soll halt nicht ausschalten kann jetzt so einfach, aber. Dann wird halt oben alles und dann. Nein, das funktioniert nicht. Die Schaltung ist garantiert auf der anderen Seite. Weiter, laufen, laufen. Und so, dass das Teil mega schräg einfach ist, ne? Steht gut, würde ich sagen. Wenn du da mal oben bist, kannst du hier. Es klappt super mit den Führungsrollen. What have you done? Ich habe mein Auto geparkt. Sehe ich. And it's gone. Gut. Ich hatte gehofft, dass du das tust. So, und der Fahrstuhl ist schon gleich wieder unten, ne? Du musst dir nur ein System aus überlegen, dass es auch in der Spur bleibt. Jetzt ist er unten. Will ich das? Du musst. Ob du willst oder nicht. Ich hab gerade ein Auto gefunden von dir hier unten. Von dir? Von dir. Ja, Dreimal darfst du raten, wer das da runtergeworfen hat. Du vielleicht? Also ich weiß nicht. Nein, überhaupt nicht. Aber Security Service is on the way. Warum auch immer Security. Weil Dummheit. Sicherheitsdienst ist auf dem Weg. Oh Gott, wie es manchmal einfach zurückhakt, wie ich ein Stück gefahren bin, wie ich einfach ein Stück wieder zurück katapultiert Ja, wurde. solche Probleme habe ich nicht, ne? Stell dir vor, wie ich stumpf mit einem neutralen Gesicht nach vorne gucke und einfach nur mit den Augen zwinker. Dankeschön. Weißt du, was wir noch nicht getestet haben? Ob mein Abschleppwagen. Obwohl doch, ich glaube, der geht in die Werkstatt rein tatsächlich. In die Garagen meine ich. Was hast du gemacht, Lukas? Was ist scheiße? Das Teil in Fahrstuhl von dem Ding abbekommen und gedacht, ja, kriege ich schon wieder ran, ne? Hab jetzt eigentlich auch eine Mechanik gebaut, wie ich rankriegen könnte. Also was an die Seite gebaut, ne? Aber es funktioniert einfach nicht. Oh. Tu nicht so auf falsches Mitleid. Ich hasse das, Mann. Warum nicht, Frau? Bist du eine Frau, oder? Ich weine ja nur. Fand ich jetzt lustig. Auch wenn es das nicht war, aber hey. Welcome to Wall-Yo World. Da, 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 da. Boy, you world.
Der neue Okay, das wusste ich nicht, Freizeitpark. wie ich es mir vorgestellt habe. Und so ist der Lift ja oben nicht. Oh Gott, das habe ich den. Das wird scheiße. Warum kann ich... Soll ich alles nochmal neu bauen? Yay! Und dieses Weedfeld geht mir gerade zu so dermaßen auf den Sack, dass ich einfach die Option ist, einfach ausschalte. Mein Arm funktioniert gut. Ich glaube, ich werde ihn aber nochmal neu bauen und Oh ihn in die Mitte Gott, wo des ist das? und ihn in die Stell Mitte dir des vor, ich Fahrzeugs lasse es da setzen. oben. Nein, es ist da oben, es ist nicht. Foliage Density, genau. Off. Ah, so schön, jetzt kann ich ja nicht alles hier perfekt sehen. Sieht auf jeden Fall geil aus, so ganz ohne Foliage. Tut mir leid, liebe Leute, aber das muss jetzt einfach so. Das war gerade so verdammt gefährlich, was du gemacht hast. Das war Hat aber so funktioniert. verdammt gefährlich. Ich Oh, hatte gerade. rückwärts fahren klappt gut mit dem Ding. Ich hätte gerade dir ohne Scheiß aus Versehen so ein Ding da hinten dran abgebaut, ne? Wo hinten dran? Bei dir da hinten dran, ich hätte so ohne Scheiß aus Versehen einen Teil abgebaut. Weil ich gerade abgebaut habe, du bist genau perfekt da durchgefahren. Tja. Also er ist noch nicht perfekt, aber es ist ein Prototyp, der in Ordnung geht. Komm schon, kipp um. Das kann einfach nicht umkippen, glaube ich. Was? Das Ding, was ich gebaut habe. Oh. Physik sagt nein. Falls mir dagegen, bitte. Klappt super. Ich baue es aber so perfekt, dass ich hier umkippen kann. So, jetzt mache ich es aber selber. Verpiss dich davon. Alter, der Wenderadius bei dem Ding einfach, ne? Ich glaube, das ist nicht improved, um damit dicke Autos abzuschleppen. Ich glaube, ich werde die Technik auf ein kleineres Auto setzen. Es kann halt wirklich nicht umkippen. Oder auch senkt irgendwann der Plattform dran fest. Um was geht's überhaupt? Um diesen Pimmel, den ich gebaut habe. Warum reißt du den denn wieder ab? Weil ich das Auto sonst nicht da drauf federn kann, dingern kann. Ich habe es ausprobiert, es geht nicht. Und ja, ich habe deine Verlängerung schon dran gebaut und es funktioniert trotzdem nicht. Welche Verlängerung? Ja, also dass sich quasi den Lifter nicht zentriert und in der Mitte davon halt ist so, ne? Mhm. Das hat auch nicht funktioniert. Alter, der Motor ist irgendwie gerade mega low eingestellt von dem Ding. Muss das so sein? Ja, das ist schon viel, viel besser. Okay, das Auto ist zu groß. Als Abschleppwagen taugt es nichts. Alter, ich hab gerade kurz Spiel gehangen, ne? Ich dachte schon jetzt Absturz und so hab ich schon gedacht, aber zum Glück nicht. Ich glaube, es kippt, aber es hängt jetzt im Baum fest. Ja. Ja. Bam. Ja, jetzt kann ich das Teil wieder hier auf meinen Lift stellen. Juhu. Ich habe Spaß mit langen Dingern. Falsch, ich weiß. Alter, teilweise, wenn du diese Lift auf so ein einzelnes Ding drauf fliegt, dann fliegt es einfach weg. Eine Okay. ziemlich spannende Folge. Was habe ich in dieser Folge gemacht? Ich habe einen langen Pimmel gebaut und habe am Ende wieder abgebaut. Aber es funktioniert schon mal. Welcome to Lukas Live. Lukas Live, starring Lukas. Producer Lukas. Director Lukas. Guess. Music Lukas. Guess.
Kamera, Lukas. Kamera, der Koffer. Nein. Oder das Stativ. Auch sehr cool. Das ist so spannend, was ich gerade mache. Das ist deine Folge, ne? Die Folge, die wird so klein, einfach weil es perfekt komprimieren kann, wahrscheinlich. Es ist, sie ist 20 Minuten lang. Trotzdem. Und das ist das Spiel abgestürzt. Ja, ich merk's. Ich glaube. Ich fahr einfach nur noch. Wir können jetzt da langsam so die Folge. Was passiert übrigens, wenn man das Spiel abstürzt? Alter, wenn ich jetzt dran denke, wenn ich jetzt perfekt dran denke, dann switch jetzt so die Sicht, dass man da deine Sicht sieht, ne? Alter, wenn ich das hinkriege, dann bin ich boss. Soll ich den AirPods? Nein. Ja, ihr seht den Startbildschirm bei mir und hört den Ton im Hintergrund. Okay, also dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, macht's gut. Willst du da noch irgendwas sagen? Die Motorgeräusche sind verwirrend, die man gerade bei mir hört. Stay tuned, euer Lukas und Mr. Volio. Tschüss.